wunderschönen guten Tag. Ich bin heute hier, weil der Marc gesagt hat, ihr würdet gerne die Bugchains-Kombo sehen. Schön auch Kettenraucher genannt. Natürlich jetzt hier gesagt, ist nicht zu empfehlen, Kettenrauchen. Macht die Gesundheit kaputt. Und dann fangen wir am besten gleich mal an. Und um das Langweiligste am ganzen Deck außen vor zu lassen, machen wir das mit den Ländern. Da haben wir als erstes die Fetch-Länder. Misty Rainforest. 4 Stück an der Anzahl. Sucht einen Island und einen Forest raus. Nichts Besonderes. Als nächstes, damit wir ja noch mal ein paar mehr haben, die Pululu Delta. Auch 4 Stück wieder davon. Auch nichts weiter. Bloß, dass wir hier denn den Swamp anstatt dem Forest haben. Machen wir bei den Basic Lands weiter. Ich weiß, dass Marc die bei Basic Lands sehr, sehr gerne mag. Deswegen habe ich es auch mitgebracht. Ein Swamp. Für den Rule-Text könnt ihr jetzt noch mal anhalten und gucken. Das gleiche wird auch noch für die anderen beiden gelten. Hier haben wir den Forest dazu. Und dann haben wir noch die Island. Nichts Besonderes, nichts Großes. Dann machen wir jetzt das, wo wahrscheinlich der meiste Wert hintersteht. Underground Seas. Wir spielen relativ viele Duels, 3 Stück davon. Dann haben wir die Tropical Island für den Grün und den Blau. Die Underground Seas sind, wie ihr wisst, schwarz und blau. Und wir haben noch 2 Bayous mitgebracht, falls wir mal nicht blau haben wollen. Passiert mal ab und an, finde ich auch weird, aber man muss es halt machen. Dann, als ein bisschen Spice, eine Otawara, mal eine Chalice auf 2 bouncen, etc. pp. Was man halt sonst nicht so einfach wegkriegt auch vom Board runter. Und einmal die Besechu. Artefakte sind keine Seltenheit in dem Format mittlerweile mehr und eine Mainboard haben. Nachher kommt noch eine im Sideboard, ist nie verkehrt. Macht ja auch Länder kaputt. Als nächstes, den ganz kleinen Part, haben wir noch eine Sylvan Library mitgebracht. Ist ein bisschen Card Selection, Anfang des Turns. Vielleicht hat man ja das Leben dafür da, dass man da auch mal bezahlen kann. Vielleicht kriegen wir das Leben auch noch weiter. Ich spiele da auch noch so eine schöne Karte, die der Marc sehr, sehr gerne mag. Und dann gehen wir mal weiter dazu. Dann machen wir mit den Kreaturen weiter. Und wo wir da schon bei waren? Uro. Die Karte, die so sehr gemocht wird. 3 Stück davon als Plan B. Gaint Leben, zieht eine Karte. Man darf mehr Landdrops in einem Zug machen. Was will man mehr? Haut für 6. Nicht zu unterschätzen. Und immer und immer und immer und immer wieder aus dem Yardkasten, wenn man die Karten dafür hat. Jetzt haben wir noch ein bisschen Utility. Die Strix. 4 Stück davon. Zieht eine Karte. Hat Death Touch. Kann fliegen. Was will man mehr? Kreaturen sterben dran. Sogar die große Emerald Cool. Ab und an, wenn man genug Permanents hat. Eine Endurance. Kann man immer gebrauchen. Reanimator ist ein Ding. Manchmal hilft es auch nicht, wenn man Endurance mitbringt und man geht gegen Reanimator. Aber was will man da machen? Gar nichts. Und jetzt kommen wir zu den Kreaturen, wo wir ein bisschen genauer hingucken wollen. Das ist zum Beispiel der Wizardbloom Apprentice. 3-mal dabei. Das ist jetzt ein Teil der Combo mit einer anderen Karte, die gleich noch kommt. Hat Magecraft. Das bedeutet immer, wenn wir einen Spell casten oder ihn kopieren, verliert der Gegner ein Leben und wir bekommen ein Leben. Weiteres sage ich gleich noch, wenn wir bei der anderen Karte sind. Und auf derselben Höhe, würde ich jetzt mal sagen, haben wir jetzt noch die Sedgemorvich gegen Surgical Extraction ein bisschen aufgeteilt. Hier haben wir auch Menace, hier haben wir Ward, Pay 3 Life. Also wenn er getargetet wird, muss man noch 3 Leben dazu bezahlen. Und auch wieder Magecraft, aber hier machen wir 1-1 Black and Green Pest Creature Token, die ein Leben gehen, wenn wir sterben. So, jetzt kommen wir zu den Sorceries, die ich in diesem Deck spiele. Das ist Chain of Smogs. Wie eben schon gesagt, das ist der zweite Teil unserer Combo. Wir haben ein 2-Mana Sorcery. Schwarz, sieht man ja. Target Player Discards 2 Cards. Das ist soweit noch gar nicht mal so gut. Man kann es auf dem Gegner spielen, aber eigentlich wollen wir es auch von selbst spielen. Weil der zweite Teil ist, wenn wir die Karte gecastet haben, unsere 2 Karten abgeworfen haben, dürfen wir eine Kopie davon auf den Stack legen.
Dementsprechend werden wir uns selbst wieder targeten und das so oft machen, bis der Gegner tot ist oder bis wir ganz, ganz viele Pest-Tokens haben, was meistens auch den Gegner tötet. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der uns ein bisschen protecten soll. Bevor wir in unsere Combo gehen, da haben wir Sotsis mitgebracht. Auch wieder 4 Stück. Im Gegner die gegnerische Hand angucken. Was nehmen, was er vielleicht haben möchte, wir aber nicht, ist immer eine gute Sache. Auf der gleichen Linie haben wir noch das eine Duress. Die meiste Interaktion ist auf den Instant- und Sorcery-Level. Dementsprechend nehmen wir die auch mit. Planeswalker kriegen wir auch nochmal zur Not, wenn uns der stören würde. Minx und Boot zum Beispiel. Habe ich gehört, ist relativ gut in Legacy. Jetzt haben wir noch das, was jedes blaue Deck eigentlich spielt, Ponda. Davon spielen wir 4 Stück. Muss man nicht mehr wirklich viel zu sagen. Card Selection. Dankeschön. So, und dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie von Karten, die Instants, die wir hier spielen. Wenn wir eben mit Ponda aufgehört haben, machen wir mit dem Brainstorm weiter. Mit den Fetchländern wisst ihr ja, super Karte. Card Selection, das, was man nicht mehr braucht, wegschaffeln. Deswegen auch relativ viele Fetchländer. So, die Karte, die in keinem guten blauen Legacy-Deck fehlen darf, Force of Will. Auch 4 Stück. Blaue Karte pitchen und alles countern, was man so countern möchte. Removal, Fatal Push. 1 Mana, schwarz, Destroy, Target Creature mit CMC2 oder weniger. Revolte 4. Müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Spielen wir 2 Stück von. Ein Abrupt Decay. Für Sachen, die böse sind, die wir wirklich weghaben wollen. Macht gut Delver weg, macht eine Chalice auf 2 weg und kann selbst dabei nicht gekontert werden. ETC PP. Und wo wir bei Delver sind, haben wir für die etwas größeren Sachen, beziehungsweise auch Länder, die wir nicht haben wollen, 2 Assassin's Trophies mitgebracht. Zerstörten Permanent. Der Gegner darf suchen nach einem Basic Land. Und kriegt den Murktide Regent weg. Ganz wichtig im Moment. Und jetzt haben wir noch One of Fonaf, eine Veil of Summer, um weiterhin unser Combo-Turn zu protecten und vielleicht sogar ab und zu mal einen Red oder Pyroblast zu kriegen, ohne dass was gecountert wird. Als nächstes gehen wir auch zu unserem Sideboard weiter. Hier werde ich jetzt nicht mehr so strikt allerdings festhalten und einfach mal von oben nach unten lang gehen. Da haben wir eine Karte, die viele nicht so auf dem Schirm haben, was ich schade finde. Crime to Punishment. In dieser Liste leider nur das Punishment für uns relevant. Golgari Mana, X bezahlen, destroy each Artifact, Creature und Enchantment with converted Mana Cost X oder weniger. Vor allem gegen 8-Cast, wenn denn die Artefaktländer auch noch dabei draufgehen, sehr, sehr devastating. So, Life from the Loam gegen meine Lieblingskarte Wasteland. Eine Meta mit 4 Wastelands, ein Life from the Loam mitbringen. Zur Not, dass man die Länder wieder aus dem Yard wieder kriegt. Und Otawara oder Biseju wieder zu kriegen, ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was man machen kann. Jetzt haben wir ein zweites Veil of Summer. Wenn man mehr davon haben möchte, wenn der Gegner viele Counterspells mitgebracht hat, nie verkehrt. Hier haben wir ein zweites Biseju. Aus Gründen von Artifact Removal oder Non-Basics. Man kriegt damit auch zum richtigen Zeitpunkt die Merit Large, dass die das Spiel nicht betritt. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Utility. Wizardbloom Command, gut gegen kleine Non-Land, Non-Creature Permanents. Kann einen Delver abräumen, wenn er noch nicht geflippt ist. Kann einen Darcy abräumen, wenn er noch nicht Delirium ist. Auch wieder mit dem Land Return, falls es gebraucht wird. Ein bisschen Reach, eher selten. Relevant, aber kann relevant sein. Jetzt haben wir den Menace eines jeden Elfenspielers und Goblin-Spielers. Zweimal den Plague Engineer. Death Touch 2-2 für 3 Mana. Gibt einem ausgewählten Kreaturentyp -1/-1. Was will man mehr? Was soll man mehr dazu sagen? Ein weiteres Duress. Gegen Spell-Heavy-Decks. Immer gut. Eine weitere Endurance. Nicht nur, um Graveyard Hate zu haben, sondern auch, um mal vielleicht einen Delver zu ambushen oder eine Darcy zu ambushen oder einfach gegen den dicken Emrakul vielleicht eine Runde länger am Leben zu bleiben. Kann genug sein. Jetzt haben wir noch 2 Surgical Extractions.
Reanimator, Lens. Was will man da groß gegen sagen? Ohne Mana zu bezahlen, interagieren ist immer feine Sache. Zwei Stück auch. Und dann haben wir noch Spell Pierce. Wenn Pitch Spells ein bisschen zu Card Disadvantages sind, gegen eventuellerweise Delver-Spieler, etc. pp. Zwei Stück davon. Counter-Target Non-Creature Spell, unless Controller pays 2. Planeswalker und ähnliches werden davon auch getroffen. Und als letztes, auch wieder gegen Delver vor allem, Carpet of Flowers. Wir adden gerne 4 Mana für die Islands, die der Gegner auf dem Feld hat. Bringt einen sehr voran. Meistens Turn 2 schon was für 4 Mana spielen ist sehr, sehr gut. So, abschließend würde ich mit euch gerne nochmal über ein, zwei Sachen sprechen. Warum spiele ich das Deck? Wieso jetzt genau das? Ein, zwei Card Choices vielleicht nochmal erklären oder Anregungen geben, damit man das, was man mit dem Deck noch machen könnte. Ich habe mich entschieden, bei diesem Deck eine midrangige Variante zu spielen, die ein bisschen grinden kann, ein bisschen protecten, die ganze Combo. Es gibt auch All-In-Varianten von dem Deck, die ich persönlich nicht ganz so schön finde, aber deswegen ist es ja Magic und jeder kann ja das tun, was er gerne möchte. Da die Sache, die mich zu dem Deck hingezogen hat, ist eigentlich im Großen die Combo. Wir haben eine Combo, die in Schwarz und Grün beheimatet ist und momentane Interaktion nicht wirklich so gut damit interagiert. Das Einzige, wo wir uns eigentlich drüber Gedanken machen müssen, ist weißes Removal und rotes Removal. Rotes Removal mit Bolt ist da, ist nicht so viel da. Swords to Plowshares ist unser größter Feind. Neben dem Wasteland, was man vorher schon gesagt hat. Die Mana-Base verzeiht Wastelands halt leider nicht. Und es ist eine interessante Sache, weil die Vorbereitung, dass man in die Combo gehen kann, was doch eine All-In-Combo ist, ist schon relativ intensiv. Weil wir wollen gerne, dass der Gegner in dem Falle nicht mit uns interagiert, weil nach der Combo wir halt selber keine Hand haben. Force of Will protected uns deswegen in der Combo nicht. Deswegen relativ viele Discard Spells und Veil of Summer. Veil of Summer im Combo-Turn auch einfach als ersten Spell einmal vorspielen. Muss gecountert werden. Ansonsten gehen wir in die Combo und töten den Gegner einfach. Das nächste, was ich schön an dem Deck finde, ist, dass wir die blaue Shell spielen können. Force of Will, Ponder, Brainstorm, viele Mikro-Entscheidungen, wo ich persönlich Spaß dran habe und viele Micro-Entscheidungen, wo ich persönlich viel Spaß dran habe, weil es fordernd ist und ich dieses fordernde Gameplay gerne habe. Und wir dürfen sehr, sehr schöne Utility-Creature spielen in Baleful Strix und einen guten Plan B mit ein bisschen Beatdown über Uro und auch die Baleful Strix. 20 Turns mit Baleful Strix ist eine Win-Condition, wenn man das Feld freihalten kann. Ja, das ist eigentlich alles, was man hierzu sagen kann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.